Pflegende dürfen vor allen Dingen sich selbst pflegen, damit sie dich pflegen können. Dich. Vielleicht auch deine Großeltern. Ich bin du. Du bist du und ich bin ich. Und ich lade dich ein in das Jahr 2010. Kalter, verregneter Februartag. Stell dir vor, du bist an einem fremden Ort, liegst in meinem Bett und öffnest jetzt deine Augen. Und du schaust auf eine weiße Wand, rechts von dir Fensterfront und links ist das Fenster gekippt. Und ein eiskalter Luftzug berührt deine Haut, der dich aufstreckt und du willst aufstehen. Doch dein Körper ist schwer wie Blei. Und deshalb siehst du gar keinen anderen Ausweg, wie diesen roten Knopf in deiner rechten Hand zu drücken. Stille. Das Einzige, was du wahrnimmst, ist diese Hitze, diese Kälte in deinem Körper, die in deinem Bauch von innen nach außen dir über die Stirn fahren wie Regen und Schweißperlen fallen. Rechts, links, um dich herum siehst du nur Schläuche. Und deshalb siehst du gar keinen anderen Ausweg, wie wieder diesen roten Knopf zu drücken. Jahre später, Stunden später, du kannst es nicht definieren. Aber dann gibt's genau diesen Knall, wo die Tür gegen die Wand fällt und der Putz weggeht. Und eine Frau im Türrahmen steht, eine weiße Kleidung anhat, kurze graue Haare, dich anschaut, anschreit, anpumpt. Ja, bitte! In diesem Moment fühlst du dich so wertlos wie ein Stück Dreck. Und das damals war ich. In meinem 18. Lebensjahr, 5. Tag im Krankenhaus. Nach eines der kompliziertesten Operationen, Tripleostomie. Eine Hüftfehlstellung, Korrektur. 3 Schnitte, 12 Zentimeter groß und 3-mal wurde das Becken durchsägt, um den Kopf wieder in die Pfanne reinzudrehen, damit ich schmerzfrei laufen kann. Eisenwert 6,0, Fieber 40 Grad. Ich konnte und ich durfte nicht alleine aufstehen. Und ich habe diesen Moment verflucht. Und heute bin ich dem unfassbar dankbar für diese Krankenpflegerin. Denn sie hat mir gezeigt, wenn Menschen den eigenen Kontakt zu sich verlieren, was passiert. Mit der Erkenntnis, wenn schwächere Menschen deine Hilfe brauchen, geht es niemals um dich. Und daraus ist heute Folgendes entstanden. Seit 15, 16 Jahren war ich Pflegefachkraft, Altenkrankenpflegerin, Führungskraft. Und wie du gerade erfahren hast, zuletzt Teamleiterin von 15 Auszubildenden, Praxisanleitern und seit über 7, 8 Jahren im Gruppenfitnessbereich für ganzheitliche Gesundheit. Und besonders stolz darf ich heute sagen, 65.000 von Menschen durfte ich begleiten. Und heute stehe ich hier als Keynote-Speakerin, um dir eine Botschaft mitzuteilen. Und auch Mentorin für Care Leaders, wahre Führungspersönlichkeiten, Pflege-, Fach- und Führungskräfte,
die nach vorne gehen, Verantwortung übernehmen und Sorge für sich und das Gegenüber übernehmen, damit wir im Jahr 2030 keine 500.000 Pflegefachkräfte haben, die uns allein in Deutschland fehlen. Um das Ganze mal einzusteigen, lade ich dich einfach mal ein. Was bedeutet denn eigentlich Pflege? Und hast du schon mal Berührungspunkte gehabt mit Pflege? Vielleicht auch mit deinen Großeltern, mit deinem Kind, vielleicht für dich selbst? Denn das, was ich immer wieder gerade erfahren darf, Pflege geht mich ja gar nichts an. Und deshalb nenne ich dir einfach mal eine Zahl. Im April 2021 fehlten 80.000 Pflegefachkräfte. Heute 89.000 Pflegefachkräfte. Danke, Covid. Und für eine Pflegefachkraft fühlt sich das so an, wie als ob du in einem größten Stadion deines Lebens stehst, ein Meer voller Menschen um dich herum und alle diesen roten Knopf drücken. Alle brauchen deine Hilfe. Und es ist laut und es ist bunt und es ist turbulent. Und es ist nicht einfach so gesagt. Genau dieser Moment durfte ich vor einem Jahr erleben. Und es war der Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Weil ich musste oder eher durfte. Es war ein Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr länger zuschauen. Irgendwas in mir sagt, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und ich habe nur die Einladung bekommen von meinen Chefs, schweige, was du siehst, oder geh. Ich bin gegangen. Mit der Fragestellung. Und deshalb lade ich dich einfach mal ein. Denn wie ich Kerli das ausbilde, ist ein Easy-Modell. Und der erste Buchstabe ist das E. Und unter dem E, das betrifft uns alle, übernehme Eigenverantwortung für deine Gesundheit. Denn du weißt, wie es gerade augenblicklich in der Pflege aussieht. Und Eigenverantwortung bedeutet, prüfe deine Gedanken, checke deinen Körper und überprüfe vor allen Dingen dein Herz. Denn schwächere Menschen vergessen niemals, was hier ist. Denn die Seele weiß, was sie will. Eigenverantwortung ist der Buchstabe E. Und Eigenverantwortung übernehmen ist das eine. Doch das andere ist auch Verantwortung zu übernehmen. Und vor vielen Jahren durfte ich einer Frau begegnen, die Verantwortung übernommen hat. Ich bin wieder zurück nach der Operation in der Schule. Und da ist eine Frau nach vorne gelaufen und wieder war ein Meer voller Menschen, doch diesmal still. Denn diese Frau schaute gefühlt durch mich durch und traf mein Herz. Ich habe gar nicht mehr zugehört, was sie eigentlich gesagt hat. Sie sprach irgendwas von einem Pflegemodell, was die Bedürfnisse erfüllt, wenn schwächere Menschen deine Hilfe brauchen. Doch das ist jetzt egal. Es war diese Art und Weise, diese Frau in sich trug. Du darfst dir vorstellen, sie hat ein graues Gewand angehabt, ziemlich smart, wie wir vorhin schon mal gehört haben, und hat eine Brille aufgehabt mit einem goldenen Rand und noch so ein Schleier. Auf jeden Fall ein bisschen kleiner als ich. Steht sie da vorne. Und jedes Wort traf mich wie Musik.
in meinem Herzen und hat irgendwas mit mir gemacht. Und gefühlt würde ich sagen, sie hat mir einen Samen in mein Herz gepflanzt, was heute wachsen durfte. Besonders haben mich folgende Zeilen berührt. Sie hat schon dort mal gesagt, Pflegende dürfen niemals aufhören, sich für die Würde des Menschen einzusetzen. Pflegende haben es verdient, einen Rahmen zu haben, in dem sie Wertschätzung bekommen. Und Pflegende dürfen vor allen Dingen sich selbst pflegen, damit sie dich pflegen können. Dich. Vielleicht auch deine Großeltern. Oder dein Kind, wenn es auf die Welt kommt. Unter dem Buchstaben 2 ist das A, steht für Authentizität. Authentizität sind Vorbilder. Und diese Frau heißt Schwester Juliane Juchli. Sie ist deutsche Pionierin in der Pflege und vor ein paar Monaten hat sie den Planet Erde verlassen. Mit 87 Jahren durfte sie friedlich mit Folgen von Covid einschlafen. Viele Pflegemodelle ins Leben gerufen und sie wusste schon vor allen Dingen eins: Vorbilder schenken Glauben und Glauben an das große Ganze, damit nämlich du und ich, ich und du, als eine Einheit fungieren. Und Vorbilder leben vor allen Dingen ihre Werte vor. Und genau deshalb kommen wir jetzt zum dritten Buchstaben. Deshalb können sie dir Vertrauen schenken, damit du Vertrauen ernten kannst. Denn vor ein paar Monaten habe ich komplett die Pflege stationär verlassen. Und ich nehme dich mal in dieses Bild mit, wie das aussieht. Ich bin die Treppen hochgelaufen und stell dir einfach mal vor, umso näher du laufst, umso größer wird dein Ohr. Und du hörst Musik. Und genau vor dir sitzt eine junge Frau, neben ihr viele junge Leute. Und du gehst Schritt für Schritt näher. Und du siehst ihre Hände zittern. Du stehst neben ihr und hörst den Atemzug. Bleib stehen. Und sie schaut hoch. In diesem Moment kullern ihr die Tränen und dir mit. Und den jungen Menschen um sie herum stehen wie angewurzelt. Diese Schülerin, sie war eine Schülerin, eine Auszubildende von mir, dieses junge Mädchen. Und aber nicht nur irgendeine. Es war die Auszubildende, die nicht Eigenverantwortung für ihre Ausbildung übernommen hat. Immer die Schuld auf andere geschoben hat, den Finger auf mich gezeigt, doch immer zeigen ja auch drei auf dich. Und in diesem Moment hat sie begonnen, Verantwortung zu übernehmen. Und es war ihre Art, mich zu verabschieden. Mit meinem Lieblingssong. Auf dem Piano. Und das S steht für Selbstvertrauen. Und wir haben jetzt die Eigenverantwortung, die Authentizität, das Selbstvertrauen. Fehlt jetzt noch das Y. Und das Y bildet im Ganzen einen wundervollen Rahmen. Denn damit sich Pflege-, Fach- und Führungskräfte in Zukunft für Pflege einsetzen können, damit wir im Jahr 2030 keine 500.000 Pflegefachkräfte haben, bedarf es einem großen Rahmen, damit sie sich in den herausforderndsten Momenten von innen heraus aufrichten können.
Und der Rahmen bedarf deinen Werten, damit du frei dich in den herausforderndsten Momenten bewegen kannst. Und genau deshalb habe ich heute auch Turnschuhen an, denn es lässt sich sonst nicht gut laufen. Denn du weißt nie als Pflegefachkraft, ob genau heute etwas hier in diesem Raum passiert. Denn Pflege lebst du. Pflege sind ein Wort und es heißt Liebe. Damit Menschen sich in den herausforderndsten Momenten von innen heraus aufrichten können, dürfen sie beginnen, sich selbst zu lieben. Und damit du Eigenverantwortung übernimmst, darfst du dich ab sofort mal fragen, was ist wirklich wichtig? Damit du und ich ein bedingungsloses Wir-Gefühl schaffen, damit schwächere Menschen immer aufrichtig Hilfe haben. Und dazu lade ich dich jetzt ein, wenn du für deine Angehörige, für dich immer eine aufrichtige Hilfe haben möchtest, einfach jetzt zum Ende mal aufzustehen. Jetzt. Aufstehen. Denn damit eine Einheit zusammenwachsen kann, braucht es Rituale, damit sie mehr und mehr sich kennenlernen, aneinander reiben und doch jeder seinen Standpunkt hat, widerstandsfähig ist, damit er nicht wie so ein Ping-Pong im System funktioniert, sondern lebt. Ich lade dich ein, deine rechte Hand auf dein Herz zu legen und einfach mal meinen Worten zu lauschen und wenn ich sage, ich lade dich jetzt ein, mitzumachen. Ich spreche dir mal vor. Ich bin ein Care-Leader. Ich bin in Fülle. Und ich übernehme Verantwortung. Und jetzt du. Ich bin ein Care-Leader. Ich bin in Fülle. Und ich übernehme Verantwortung. Zweiter Fraß. Ich kenne meine Werte, ich kommuniziere meine Werte und ich lebe meine Werte vor. Und jetzt du. Und spüre deinen Herzschlag. Der dritte Fraß. Du bist ich. Ich bin du. Du bist du und ich bin ich. Jetzt du. Du bist du, du bist ich. Ich bin du. Du bist du und ich bin ich. Wir wiederholen das Ganze als eine Einheit. Spüre, fühle und stehe mit verschlossenen Augen und zwei Füßen auf dem Boden und höre zu. Ich bin ein Care-Leader. Ich bin in Fülle. Ich übernehme Verantwortung. Ich kenne meine Werte. Ich kommuniziere meine Werte. Und ich lebe meine Werte vor. Du bist ich. Ich bin du. Du bist du. Und ich bin ich. Du bist einzigartig. Und wunderschön. Was ich dir zum Ende mitgeben möchte, ist, vergesse niemals deinen eigenen Wert. Denn es ist wie Yin und Yang, wenn ich dir Vertrauen schenke und ich Vertrauen ernten kann, dann ist es eine männliche und eine weibliche Energie. Und die Liebe ist die höchste Schwingung, die wir haben. Und das ist mein persönlicher Glücksbringer und von meinen Eltern. Yin und Yang. Und denen wünsche ich dir ein Leben lang Liebe. Danke.